So, hoffe, das klappt. Hallo zusammen, heute mal wieder aus einem Hostelzimmer. Ich habe mit den beiden Freunden, die ich hier gefunden habe, mit Caro und Robert, teilen wir uns wieder mal ein Zimmer. Von den Kosten her ist das eigentlich genauso wie eine Herberge. Ich glaube, jetzt zahlen wir 34 Euro für ein Drei-Personen-Zimmer. Haben hier eine kleine Küche, kleines Bad. Das ist eigentlich immer so ein sehr guter Kompromiss und vor allen Dingen, wenn man mit Leuten in einem Raum ist, denen man vertrauen kann, die man kennt und die nicht schnarchen, hat man auf jeden Fall sehr erholsame Nächte. Ja, gestern 41 Kilometer, das hat schon gut reingehauen, aber es ging. Ich sag mal, wenn man halt immer, also ich habe ausreichend gegessen immer zwischendurch, habe viele, was heißt viele, drei Pausen habe ich zwischendurch gemacht, Füße mal entlüftet. Das war eigentlich so ganz okay, das konnte man gut machen, aber ich habe heute Morgen schon gemerkt, dass mir die Fersen ganz schön wehtaten. Also in dem Sinne, Detlef, ne? Also mit dem Video, Fersenläufer und sowas, das hat sicher schon seine Wahrheit da drin. Ich merke das heute ganz gut. So die erste halbe, dreiviertel Stunde war schon echt schwierig, da wieder reinzukommen. Naja, aber heute waren es dann immerhin auch noch 27,5 Kilometer, aber ich habe gedacht, das reicht. Hätte vielleicht noch die 18 hinterherhauen können, aber ich wollte es dann doch nicht übertreiben. Vor allem habe ich heute Morgen keine Schmerztablette genommen. Ne? Das muss man mal damit zurechnen. Ja, es geht, aber man gewöhnt sich an alles. Wobei die Schwierigkeit ist hier eigentlich nicht, sag ich mal, das so von der Muskelkraft zu schaffen. Das ist eigentlich so das kleinste Problem. Das ist mehr, wie kommt man damit klar mit der Belastungssituation, mit den Schmerzen, die man hat, mit vielleicht Blasen oder Gelenkbeschwerden. Das ist eigentlich so viel schwieriger, dass das Ganze, ja, wie viel hält man aus? Wie viel kannst du ertragen und kannst trotzdem noch weitergehen? Und ja, mich haben heute Morgen einige gefragt, beziehungsweise gestern Abend schon, warum ich das gemacht habe, dass ich 41 Kilometer runtergerissen habe. Antwort ganz klar, weil ich es kann. Nein, mal ernsthaft, ich wollte es tatsächlich einfach mal ausprobieren. Wo ist meine Grenze? Wie weit kann ich gehen? Ohne dass ich am nächsten Tag völlig platt bin und mich keinen Zentimeter mehr aus dem Bett bewegen möchte. Und ja, also so 40 Kilometer gehen ganz gut. Vielleicht wären noch 50 drin gewesen, aber dann reicht es auch von der Zeit her. Also ich sag mal, mit 4,5 Kilometern pro Stunde ist dann nicht so, ich müsste dann schon reine Gehzeit von circa 11 Stunden haben, dass ich ja, das überhaupt an einem Tag schaffe, dann vielleicht noch ein paar kleine Pausen nochmal ein, zwei Stunden dazu rechnen, das ist dann schon ein sehr langer Tag. Also das ist mehr ist für mich einfach nicht drin, wenn man normal geht. Wenn man anfängt zu joggen, ist es sicher was anderes, aber das habe ich eigentlich nicht vor. Es ist so ausreichend erstmal. Und außerdem will ich ja noch ein bisschen was von der Gegend sehen und nicht nur hier durchschwitzen. Aber es ist ganz interessant, ja, weil für mich gehört das einfach auch dazu, mich so ein bisschen auszutesten hier, mal so zu gucken, was kann ich leisten, was möchte ich leisten, wo fühle ich mich noch wohl. Und da war das gestern schon eine gute Erfahrung. Morgen kommt dann ein großer Abschnitt, wo rein gar nichts ist. 17, 8 bis 18 Kilometer ist das wirklich nur Felder und Wiesen, sonst nichts. Ich bin sehr gespannt darauf. Allerdings muss ich sagen, habe ich heute gemerkt, es gibt hier eine Sache, die mich massiv stört. Und zwar sind hier schon wieder ganz, ganz viele Leute unterwegs. Also ich bin im April losgelaufen, weil ich dachte, dass es ein bisschen ruhiger ist. Aber es ist so voll mit Leuten, das macht wirklich keinen Spaß mehr. Und die sind alle auch so hektisch. Viele haben dann in Burgos angefangen, also vor zwei oder drei Tagen. Oder sind hier nur mit einem leichten Rucksack oder nur ihren Gehstöcken unterwegs, die dann einfach nur mal so ein langes Wochenende ein bisschen durch die Gegend wandern. Das ist so, weiß ich nicht, das passt hier irgendwie nicht rein oder das ist nicht so das, was ich erwartet hatte von dem Weg. Das ist so. Und ich muss sagen, ich fühle mich in der Situation ziemlich unwohl, sodass ich schon zumindest heute mal darüber nachgedacht habe, ob ich nicht einfach die Route wechsle. In Leon, das ist so die nächstgrößere Stadt, die... Ich weiß es jetzt nicht, wie weit die entfernt ist. Ich sag mal so drei, vier Tage vielleicht. Da gibt es noch eine Möglichkeit, auf zwei andere Jakobswege auszuweichen, die zum einen noch ein bisschen anspruchsvoller sein sollen und zum anderen auch nicht so voll sind. Aber das weiß ich noch nicht. Da habe ich mich noch nicht entschieden, ob ich das machen werde. Ja, dann wollte ich heute noch mal über ein anderes Thema berichten. Und zwar kam das heute Morgen mit meiner Mutter, hatte ich da so ein bisschen drüber gesprochen. Das Thema Ernährung hier.
Sie hatte mir dann natürlich auch so ein paar Sachen erzählt, was ihrer Meinung nach gut wäre, was man zu sich nehmen sollte. Ja, das weiß ich auch. Aber das große Problem ist hier, wirklich gute und hochwertige Nahrungsmittel zu bekommen. In den größeren Städten ist das kein Problem. Da gibt es Läden, Einkaufsläden zuhauf, wie bei uns, und auch Bioläden. Das ist alles kein Problem. Aber wir sind hier meistens, ich sag mal, 90% der Zeit in wirklich in kleinen, klitzekleinen Dörfern, die teilweise nur auf einer Straße und ein paar Häusern bestehen. Und wenn man Glück hat, gibt es da so einen kleinen Einkaufsladen von vielleicht 15, 20 Quadratmeter, manchmal auch vielleicht sogar noch kleiner, wo die dann nur so das Nötigste haben, dass man irgendwie Duschgel nachkaufen kann oder ein Deo. Ich bin immer froh, wenn ich ein paar Wasserflaschen kaufen kann, um meinen Vorrat aufzufüllen und ein bisschen Obst. Und das war's. Also da braucht man sich keine Illusionen machen, dass man sich jetzt hier mit wer weiß wie hochwertigen Sachen eindeckt und da so ein riesen Repertoire hat an verschiedenen Lebensmitteln, um sich ausgewogen zu ernähren. Das kann man hier knicken. Ne? Also du musst nehmen, was du kriegen kannst. Es sei denn, du hältst in jeder größeren Stadt an und kaufst erstmal 5 oder 6 Kilo neue Lebensmittel ein. Aber ganz ehrlich, die will ich nicht mit mir rumschleppen. Ne? Und es ist auch, man ist auch ein bisschen dadurch begrenzt, da die Lebensmittel müssen Druck abkönnen und die sollten nach Möglichkeit keine Kühlung benötigen, weil das hier, gut, jetzt war es heute ein bisschen kühler wieder morgens, aber normalerweise, wenn die Sonne rauskommt, wird das schnell sehr heiß. Und ich habe vor 2 Tagen jemanden getroffen, die hat einen Käse mitgenommen. Also das ist nach einem halben Tag war der Käse, der ist zerflossen. Ne? Das braucht man hier nicht einpacken, solche Sachen. Das hat keinen Sinn. Und deswegen, da muss man immer so ein bisschen gucken, wie kann ich das so für mich regeln. Ich war zum Beispiel total froh, dass ich in Burgos, in der größeren Stadt, endlich mal Karotten gefunden habe. Da habe ich mir gleich einen Sack, so 1 Kilo Karotten eingepackt, weil die sich nun gut transportieren lassen und leicht zu essen sind. Ne? Da muss man jetzt nichts großartig vorbereiten. Und das war schon sehr, sehr gut. Aber das hat auch 2 Wochen gedauert, bis ich mal solche gefunden habe, weil es die einfach in den Läden nicht gab. Ne? Das ist Äpfel und Bananen, das ist immer so kein Problem. Oder auch ein bisschen Gemüse. Aber Gemüse, ja, es hat auch entweder es ist drogenempfindlich oder es schmeckt halt einfach besser, wenn man es kocht und sowas. Und die Möglichkeiten sind auch nicht immer gegeben. Aber es geht. Es ist jetzt ja auch kein Dauerzustand. Und ich denke, wenn man sich so ein bisschen auskennt, kommt man eigentlich ganz gut mit zurecht. Und ich merke auch, also ich muss hier essen. Der Verbrauch ist so hoch. Ich kann das ja mal zeigen. Ich habe heute extra meinen Gürtel nochmal einige Löcher nachgestanzt. Und zwar, ich hoffe, dass man das jetzt auf der Kamera sieht. Hier bin ich gestartet. Dann ist hier das offizielle Loch und jetzt bin ich hier. Also, keine Ahnung, was sind das? 7, 8, 9 cm Bauchumfang schon verloren. Das ist nach 18 Tagen kann man sich da nicht beschweren. Und ich habe ständig Hunger. Ich muss mehr essen, glaube ich. Naja, so. Das ist heute der 18. Tag. Mehr gibt es für heute erstmal nicht zu berichten. Achso, ich möchte schon mal jemanden vorstellen. Und zwar einmal, das ist Percy. Percy ist das Kuscheltier von Caro und der wird demnächst auch noch ein Interview geben. Der geht nämlich den ganzen Weg auch mit. Der hat auch einen eigenen Pilgerpass. Also das wird auch nochmal sicher eine ganz spannende Geschichte. In diesem Sinne allen ein schönes Wochenende und bis demnächst.